okay. Bevor wir, bevor wir gleich komplett vom Stream gehen und den Abend ausklingen lassen. Ja, darf ich dich als meinen Operator missbrauchen? Ja. Magst du mir eine Webseite aufrufen? Ja, schön, dass ihr noch sitzen geblieben seid. Das ist cool. Mein Name ist Wulf, ich gehöre hier ziemlich fest zur Seabase. Und wenn ich nicht gerade in der Seabase bin, dann fahre ich seit Jahren mit dem ganz kleinen Schiffen hier immer entlang, fahre durch die Mühlendammschleuse, fahre durch die Innenstadt, mit Leuten, die Hochzeit feiern, mit Leuten, die Geburtstag haben oder ähnliches. Und das wird mit diesen kleinen, vielen bunten Schiffen nach aktueller Rechtslage so nicht mehr möglich sein. Da sieht man sie noch fahren, sie sind gleich wieder weg. Ich muss ein kleines bisschen ausholen zum Hintergrund. Das würde ich aber nachschieben, nachdem ich euch gezeigt habe, was uns denn fehlt. Muss man da fest drauf tippen? Wow. Yes. So, dann kann man, ich bin ja kein Mädchen, deswegen kann ich nicht gut Multitasking. Aber ich kann ja, du kannst einfach mal runterscrollen. Das ist einfach nur, man sieht jetzt so ein bisschen... Was ihr sicherlich kennt, sind die Bockwurstdampfer, die fahrenden Autobahnraststätten, die in der Stadt mit der Bimmel stehen und dann sagen jetzt hier also eine Stunde Rundfahrt oder die große Brückenrundfahrt, wo man dann letzten Endes vom Oberdeck runtergescheucht wird, damit man sich nicht den Kopf anstößt. Und neben dieser Fahrgastschifffahrt, die ganz toll ist, die wir natürlich auch alle mögen, das meine ich jetzt überhaupt nicht ironisch, gibt es eben auch eine ganze Reihe an alternativen kleinen Fahrzeugen. Und all diese Fahrzeuge sind von einer Veränderung in einer Verordnung, die etwas mit dem Recht auf den Binnenwasserstraßen zu tun hat, betroffen, die zur Folge hat, dass sie alle nicht mehr fahren können. Unter anderem hier sieht man jetzt unseren netten Bürgermeister, der also mit viel Pomporium ein Solarschiff eingeweiht hat. Auch das wird jetzt nicht mehr fahren können. Hier sieht man noch ein kleines Solarboot, was hier relativ viel rumfährt, das Hauptstadtfloß. Auch Dinge wie ein Kameraboot, was also jetzt bei einer Filmaufnahme Kameras aufnimmt, ist nach den neuen Verordnungen so nicht mehr möglich. Kurzer Hintergrund. In der Schifffahrt ist alles strengstens geregelt. Das, was ich vorhin mit der Fahrgastschifffahrt bezeichnet habe, ist die sogenannte klassische Berufsschifffahrt. Da gibt es also ganz viele Regeln dafür, was die tun dürfen, was sie nicht tun dürfen. Und alle, die keine Berufsschifffahrt betreiben, die betreiben Sportschifffahrt, Freizeitschifffahrt. Jetzt haben wir aber zwischen diesen zwei Sektoren einen Bereich, wo Fahrzeuge, die also letzten Endes geschartert werden können, aber von ihrer Bauform so sind, dass man sie nicht selber fahren kann, auch selbst wenn man jetzt einen Sportbootführerschein hat, weil man die Berechtigung dafür nicht hat. In der Innenstadt hier braucht man eine Funkberechtigung, die Gegebenheiten sind relativ eng. Wir haben hier die meistbefahrenste Wasserstraße Europas zwischen der Mühlendammschleuse und dem Haus der Kultur in der Welt. Da kann man nicht einfach mit einem historischen Schiff jemand losschicken, der das nicht gewohnt ist. Was ist die Praxis? Die Praxis ist, man kann ein solches Schiff chartern, bekommt einen Schiffsführer gestellt, der die entsprechende Ausbildung hat, der sich mit dem Fahrzeug auskennt und der die Gruppe im Kreis fährt. Und genau diese Zwischennutzung, weil es sich von der Klasse her um ein Sportfahrzeug handelt, alles, was wir hier jetzt gesehen haben, sind von der Zulassungsklasse her Sportfahrzeuge. Diese Regelung hat sich so weit geändert, dass das Bundesverkehrsministerium in einer Verordnung, die das alles regelt, entschieden hat, es darf kein gestellter Schiffsführer mehr mit diesen Leuten fahren. Damit sind diese Fahrten einfach letzten Endes nicht mehr möglich. Man kann damit nicht mehr fahren und die Regelungen sagen, man sollte eben dann solche Schiffe als Fahrgastschiffe zulassen. Das ist rein technisch gar nicht möglich, weil die ganzen Regelungen, die das regeln, wie ein Fahrgastschiff gebaut sein muss, überhaupt nicht auf die Fahrzeuge passen. Also da gibt es dann Vorschriften für Anker, die so schwer sind, dass das Schiff schon absaufen würde. Und ich eile, du willst nach Hause, ne? Warum bin ich jetzt hier mit einem so analogen Thema? Diese Veränderung wurde geplant
ohne dass man uns hat mitsprechen lassen. Man hat gesagt, nein, ihr dürft nicht mitreden. Diese Veränderung wurde unterschrieben vom Verkehrsministerium Herrn Ramsauer und vom Umweltministerium Herrn Althaus am 20. Dezember letzten Jahres. Damit kennt man diese Veränderung immer noch nicht, aber man ist dann in der Situation, dass man sie kennt in dem Moment, wo sie veröffentlicht wird im Bundesgesetzblatt. Und da ist sie veröffentlicht worden am 28. Dezember diesen Jahres und gültig ist sie ab 1. Januar. Das heißt, wir sind von jetzt auf gleich in einer Situation gelandet, wo diese komplette Schifffahrt wegfällt. Deswegen heißt diese Webseite auch verlorene Vielfalt, weil all das eben in unserem Stadtbild, aber auch in der ganzen Bundesrepublik insgesamt verschwinden wird. Warum erzähle ich euch das? Es ist von dem Ablauf ein Unding, was da passiert. Es schmeckt ein bisschen raus nach Protektionismus, dass sich da einfach die Fahrgastschifffahrtsunternehmen versuchen, über Lobbyismus ihren Raum freizuhalten, dass, obwohl letzten Endes vom Segment wir da keine echte Konkurrenz sind, weil solche kleinen Gruppen können mit buchen sich also kein Schiff, auf das sonst 150 Leute draufpassen. Und ich brauche euch jetzt deswegen, weil ich ein richtiger Versager bin, was soziale Netzwerke betrifft. Und da bin ich nicht der einzige Schiffsführer, der ein Versager ist, was soziale Netzwerke betrifft, sondern das sind wir alle. Wir wollen nämlich eigentlich alle nur Schiff fahren. Ihr sollt es euch jetzt anhören, ihr sollt dieses Thema kennen. Es gibt einen Twitter-Tag, der heißt Lost Boats. Es gibt diese Internetseite, die heißt verlorenevielfalt.de. Und da gibt es dann auch die entsprechenden Verweise zu den Hintergrundinformationen, wie das Ganze also rechtlich zusammenhängt. Ich würde mich super freuen, wenn ihr helft, dieses Thema publik zu machen, damit wirklich klar ist, dass das so nicht weitergehen kann. Das Thema ist mittlerweile hochgewandert. Im Verkehrsministerium ist bekannt, dass es ziemlich viel Durcheinander gibt. Die Wasserschifffahrtsämter sind hilflos im Moment, wie sie mit der Regelung umgehen sollen. Es gibt 200 Ausnahmeanträge von den betroffenen Fahrzeugen, die im Moment alle nicht bearbeitet werden, obwohl die ersten Sonnenstrahlen schon raus sind. Und jetzt ist abzuwarten, ob es uns tatsächlich gelingt, diese Verordnung mindestens mal so lange auszusetzen, bis sie in einer Regelung vorliegt, dass sie eben auch tatsächlich in die Praxis umgesetzt werden kann. Und dafür brauchen wir Öffentlichkeit, dafür müsst ihr wissen, was jetzt im Sommer hier fehlen wird. Und ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt. Dankeschön. Ja, das war der analoge